weg. Oh. Ja. Juhu, mein Paket ist endlich da. Leck mich am Ärmel, ist das schwer. Oh. Und das ist alles mal in das Gehäuse rein. Ich glaube, ich bin. Schauen wir erstmal rein, was alles drin ist. Ich hoffe, alles. So, ich hoffe jetzt wirklich, dass da der ganze Rest drin ist. Die programmierbaren Lichter. Das ist anscheinend das Tiny Hau mich tot Teil da, um die Lichter zu steuern. Die restlichen zwei Netzteile. Anschlusskabel, da brauche ich eh nur eins davon. Warum werde ich es dann noch sehen? Und dann habe ich hier eine Lockbar bekommen. Und zwar vom Bambi Plattfuß. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, so schlecht sieht die doch gar nicht aus. Hoffentlich passt sie da drüber. Jo, passt wunderbar. Ja, geil. Geiler Mart. Vielen, 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 vielen Dank. Die Verriegelung für die Lockbar. Tja, wo ist der Rest von dem Scanner-Kit? Tja, irgendwie fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen was fehlt noch. Jawohl. Noch Schraubenmaterial oder etwa nicht. Was ist das? Ich glaube, ich muss mal Kontakt aufnehmen.
So, und jetzt kommt es natürlich raus, mangels an Wissen. Hier steht mir das Teil hier am obersten Taster an. Also schneide ich hier jetzt einfach das Eck raus und bohre hier daneben dann ein frisches Loch und dann kann ich das auch wieder festschrauben. Ja, das mache ich jetzt ganz einfach. Anders geht's ja nicht. Hilft ja nichts. Gut. So Leute, Stunden später, also wirklich Stunden später, ich habe mir fett Gedanken jetzt gemacht, weil vorne dran, mal schon das Display drehen, dass ich auch was sehe hier. So, so sehe ich gar nichts. Jo, weil vorne dran habe ich unten ein bisschen einen Luftspalt, wenn das hier ganz anliegt, aber das scheint ganz normal zu sein. Ich habe jetzt hier links und rechts unter das Blech jeweils eine Beilagscheibe drunter geklemmt. Ganz einfach, so ist der Abstand korrekt. Ja, dann werde ich jetzt hier die Löchlein vorbohren und das ganze Ding dann einfach mal festschrauben. Hier habe ich übrigens jetzt noch ein zusätzliches Loch gebohrt, dass wir es wieder mit 4 Schrauben fixieren können. So, und genau das mache ich jetzt. Und ja, wenn fertig, zeige ich euch das schnell. Würde ich mal so. Ups! Ja, jetzt ist ganz hinten, jetzt ist hier ein riesen Luftspalt. Aber wenn ich hier dann den Rest hier rum alles habe, ja, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich da Beilagscheibe unterlege oder was, dass das ganze Blech hier noch ein bisschen vorwandert. Aber jetzt im Moment schraube ich es so fest. Was habe ich noch gemacht? Warum Stunden? Ich habe mir über das Tini, den Tini-Controller noch Gedanken gemacht. Ja, und dann habe ich hier noch was gefunden. Das Ganze habe ich mal durch einen Google-Übersetzer gejagt, weil das alles in Englisch ist. Und da haben wir es. Ja, das wird noch eingepumpelt. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe die Krise, Leute. Aber jetzt schraube ich das schnell fest, bohre die Löcher und dann geht es auch schon weiter. So, ich glaube, das Ding hätte ich jetzt soweit. Das mit dem Spaltabstand, mein Gott, das ist halt so. Ich hoffe, dass auch dieser Abstand hier passt. Wir werden sehen. Wir werden ganz einfach sehen. Gut. Leute, zu den Füßen. Ich werde jetzt die Teile hier in die Ecken reinsetzen. Ja, dazu muss ich unten in den Ecken ringsrum den Kleber wieder rausfräsen, wo übergestanden ist. Hätte ihn nur gleich weggeputzt und hätte gesagt, ist mir scheißegal, weil die Teile sollten ganz unten aufstehen. Und dann kann ich ja hier von innen die Löcher ansetzen. Ja, wie sie ungefähr reinkommen. Und ja, mit den anderen Holzbretteln, mit einem Stück, setze ich die von außen auch an. Und habe dann von außen auch die Höhe. Und dann bohre ich mal von innen und außen mit einem kleinen Bohrer vor. Hier geht es Gott sei Dank auch noch rein. Ja. Dazu werde ich hinten auf alle Fälle die Grafikkarte rausmachen müssen. Ja. Und dann geht es eigentlich rund. Aber ob ich das heute alles noch schaffe, ich habe keine Ahnung. Aber, tja, ich halte euch auf den Laufenden. So Leute, dann hole ich mal einen Fräser, fräse den Kleber unten weg. Ja. Und dann geht es mit den Füßen rund. Moment, käm auf mich. Mir wurde ja gesagt, vorne so rein und hinten so rein, sprich, dass der Flipper hinten noch ein bisschen höher steht. Aber ich verstehe den Sinn und Zweck nicht.
dann wäre die Front nicht mehr gerade, sondern wird leicht nach vorne geneigt stehen. Der Boden wäre nicht parallel, wird auch leicht so stehen. Ich mache die alle so rum rein, dass mir der Boden komplett eben steht, dass die Monitore senkrecht stehen und nicht nach vorne geneigt sind. Scheiße, das kann ich immer noch ändern. Okay, ich lege dann nochmal los und wie gesagt, wenn es soweit fertig ist, zeige ich euch das. Vielleicht steht ja dann der Flipper auch schon auf der Füße.